Und sie hat Angst. Angst, ihre 5-jährige Tochter nicht aufwachsen sehen zu können. Denn im Sommer bekommt Jennifer aus Frohnhofen bei Kaiserslautern die erschütternde Diagnose Leukämie. Nur eine Stammzellenspenderin kann ihr Leben retten. Für die Familie hat ein völlig dramatischer Kampf begonnen. Nee, für mich ist das so, dass ich es gar nicht toll finde. In den letzten Tagen habe ich geweint, weil ich sie so vermisse. Die kleine Fenja vermisst ihre Mama. Papa Timo muss doppelt stark sein. Sein eigenes Leid wegen der Leukämieerkrankung seiner Frau Jennifer muss er zurückstellen, um seine kleine Tochter zu schützen. Höhepunkt des Tages, das Videotelefonat. Mama! Hallo, Bob. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Na, wie war denn dein Tag heute? Schön. Wie war's im Kindergarten? Schön. Jupp, das freut mich. Jupp. Morgen muss ich die Geschichte von dir erzählen. Morgen musst du die Geschichte von mir erzählen? Ja, damit ganz viele Leute kommen. Hm. Ja, dass die Mama einen Spender findet. Oh, dann bist du. Wird die Mama wieder gesund. Etwas tun für Mama in der Klinik. Mit dieser Aufgabe überbrückt Timo Matthais die dann entstehende Leere nach dem Auflegen. Seit dem Sommerurlaub in Hamburg ist nichts mehr so, wie es einmal war. Mit Zahn-, Kopf- und Magenschmerzen fing es bei Jennifer an. Dann die erschütternde Diagnose, Blutkrebs. Der Arzt hat gesagt, unbehandelt ist meine Frau innerhalb von 3 Monaten tot. Und dann schluck ich natürlich erstmal und dann fällt er erstmal nichts mehr hin. Das ist halt schon ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und dann holt man sich in die Arme, heult ein bisschen und dann haben wir aber gesagt, egal, wir schaffen das. Die Chemotherapien allein helfen nicht. Die fieberhafte Suche nach einer Stammzellenspenderin beginnt. Internetaufrufe, Flyer verteilen, ein gemeinsamer Kampf von Freunden und Familie. Wir helfen rundherum, ja. Also sei es jetzt Haushalt, sei es bei Besuchen, sei es bei Betreuung vom Kind oder von allem, stehen wir zusammen, also im Grunde genommen. Ja. Da zeigt sich die Familie. Vor 4 Tagen, Registrierungsaktion für Stammzellenspender. Die Familie hofft, Jennifers genetischen Zwilling zu finden. Und Timo Matthais ist von der Resonanz überwältigt. Das ist unbegreiflich und auch vor allem unbegreiflich, wie viele Leute jetzt schon da sind. Es war, glaube ich, 22:45, bevor es losging, waren, glaube ich, schon fast 100 Leute. Das ist Wahnsinn. Fenja selbst darf ihre Mama auf der Krebsstation nicht besuchen. Zu groß ist die Gefahr, dass sie einen Keim einschleppt. Umso größer ihre Freude, dass Mama heute zur Registrierungsaktion kommt, um sich bei den vielen freiwilligen Helfern zu bedanken. Und dann ist der Moment endlich da. In diesen Sekunden können wir nur erahnen, was in Jennifer vorgeht. Wer von all den Freiwilligen könnte ihr Lebensretter werden? Total überwältigend auch, was hier. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber das bleibt auf eine Art schon nicht, ne? Und klar, das gibt Hoffnung, wenn man sieht, wie viele Leute das sind. Und irgendeiner kann dein Lebensretter sein. Das ist schon irre. Der Weg zurück in ihr ganz normales Leben. Für die Discount-Verkäuferin hängt er nun von den Laboruntersuchungen ab. Ehemann Timo und Tochter Fenja wollen nur eins, ihre geliebte Frau und Mutter wieder zurückhaben. Er kann da wirklich auch kaum hingucken, ohne zu weinen. Also wenn auch Sie helfen und sich typisieren lassen wollen, dann melden Sie sich bei der DKMS. Je mehr sich registrieren lassen, umso größer ist dann auch die Chance, dass ein Leben gerettet werden kann. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist wahnsinnig einfach. Es geht super schnell, es kostet nichts, es tut nicht weh.